Was geht ab? Es ist Zeit für CareCloud auf Folge Nummer 49. Heute mit der Beantwortung der ganzen Fragen von Folge Nummer 48. War ja so ein bisschen das Thema Maßregelvollzug beim letzten Mal. Ihr hört es übrigens, ich bin erkältet. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich wollte das Video heute auf jeden Fall mal rausbringen. Sonst sind die Abstände zwischen den Videos zu groß. Ich war ja noch im Urlaub, von daher muss heute das Video auf jeden Fall kommen. So, ich habe ein paar Fragen rausgesucht. Es sind insgesamt 12 Stück. Ist also quasi überschaubar. Ich werde versuchen, die einigermaßen kompakt zu beantworten. Und dann legen wir mal los, würde ich sagen. Also, Loris fragt, psychologisches Krankheitsbild Adolf Hitlers. Und da habe ich die Antwort, die gegeben wurde, direkt mal mit rausgeschnitten für euch, weil die relativ gut ist. Und zwar steht hier, hat er wahrscheinlich keins, sonst müsste man ihn auch seine Schuld aberkennen. Marc Benecke hat mal darüber gesprochen, war sehr interessant, der hat auch unter anderem beruflich Hitlers Schädel untersucht. Zugegeben, er ist jetzt kein Psychologe, aber seine Frau eben schon. Von dieser Frau habe ich übrigens auch mal einen Vortrag gehört, auf YouTube angeschaut, ja, Vortrag gehört, der wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Die ist auch Profilerin, Fallanalytikerin, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich würde auch sagen, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein sollte, was jetzt irgendwie die Krankheitsbilder von solchen ganz berühmten und krassen Persönlichkeiten angeht. Es sei denn, man hat da wirklich detaillierte Unterlagen von damals, die man natürlich niemals haben wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass man sowas dann halt im Niedergang des Dritten Reiches natürlich vernichtet hat, wenn es da irgendwelche Erkenntnisse gegeben hat. Auf der anderen Seite würde ich auch einfach sagen, dass jemand mit einer wirklichen schweren psychischen Erkrankung nicht in so ein politisches Amt kommt, ja, also das kann, man muss auch wirklich dann sagen, bestimmte Dinge sind einfach auch nicht immer im Menschen verortet, ja, es ist nicht immer so, dass jemand, der total krank ist, nur zu solchen Taten fähig ist, da können auch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel eben das politische Klima oder Gruppendynamik, ja, Überlegungen, die im Hintergrund einfach getroffen werden, okay, wir brauchen eine bestimmte Gruppe, die wir als Sündenbock darstellen können, machen wir das mal mit den Juden und dies und das und jenes. Ja, also das sind ganz viele Sachen, die da zu bedenken sind. Man kann nicht sagen, oder es wäre töricht zu sagen, naja, der Mann hat einen Weltkrieg entfesselt, der muss ja krank gewesen sein. Also das ist, Gut, nächste Frage von Alexander. Warum ist das nicht mehr dein Arbeitsalltag? Hast du einen neuen Job? Oder machst du nur ein Larry-Leben als Hartz IV? Das bezieht sich auf das letzte Video, wo ich gesagt habe, dass ich ja nicht mehr Maßregelvollzug arbeite. Das ist ein Thema, das würde ich gerne mal komplett in einem eigenen Video abhandeln. Das weiß ich auch nicht, ob das unbedingt dann CareCloud auf sein muss, weil es doch eher doch ein persönliches, privates Thema ist, das ich nicht unbedingt hier in diese wissensbasierte Reihe reinbringen wollen würde. Wenn ihr das irgendwie wissen wollt, was da los ist, dann müsst ihr in die anderen Videos, vor allem die Commentaries, eben verfolgen. Das wird aber noch eine Weile Zeit in Anspruch nehmen, bis ich dann tatsächlich da mal wirklich alles erzählen will, weil dann möchte ich im Prinzip wirklich umfassend auspacken sozusagen und das kann ich aktuell noch nicht, bis nicht ein paar Sachen geklärt sind, aber das wird noch kommen, das liegt mir auch am Herzen, das Video zu machen. Habe ich, glaube ich, im Stream auch schon mal angekündigt, dass ich so ein Video machen möchte. Da geht es allgemein darum, dass ich mal, also die 2 Jahre, die ich da gelebt und gearbeitet habe, nicht ganz so geil waren für mich. Aber gut, das kommt dann in einem anderen Video. So, Nambla fragt, könntest du mal darüber sprechen, was die Ursache für Störungen sind? Drogen, Eltern etc.? Da war auch eine sehr, sehr gute Antwort direkt schon in den Kommentaren. Die habe ich jetzt nicht mit rausgekattet, weil die relativ lang war. Ich gehe da mal ganz kurz drauf ein, aber wenn ihr das wirklich detailliert gut erklärt sehen möchtet, dann schaut euch auf jeden Fall dieses Kommentar an im letzten Video. Im Prinzip kann man das nicht auf einen Faktor zurückführen, also ganz, ganz selten. Ich würde sagen, man kann das theoretisch schon machen bei der posttraumatischen Belastungsstörung, wenn jemand zum Beispiel in eine Entführung verwickelt ist oder einen Kampfeinsatz hatte in einem Kriegsgebiet und dann traumatisiert zurückkommt, da kann man das schon auf diesen einen Faktor mehr oder weniger zurückführen. Bei allen anderen Sachen, wobei auch da, ist es natürlich immer die Frage, was für Prädispositionen hat man zum Beispiel, also genetisch, ist man irgendwie anfällig, wie geht man mit Stresssituationen um, es gibt ja Leute, die sind vielleicht auch in Kampfhandlungen oder in Führungen verwickelt und denen macht das aber nicht besonders viel aus im Nachhinein oder die kommen da besser damit zurecht, das sind eben alles Faktoren, die mit reinspielen, natürlich können Drogen einen gewissen Anteil haben, ja. Wobei dann auch immer zu schauen ist, was war zuerst da, die psychische Erkrankung oder der Drogenkonsum, das ist immer ganz wichtig. Viele versuchen das ja auch, also ihre Probleme eben mit Drogen dann mehr oder weniger zu lösen oder sich selbst zu medizieren dadurch, was natürlich die Sache dann auch nicht besser macht.
Ja, Eltern, ja, das kann natürlich auch sein, ne, dass sie, also Eltern muss man auch betrachten. Ist das jetzt genetisch von den Eltern irgendwie eine bestimmte Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen vererbt, ja, oder ist es das Verhalten oder ja, die Probleme mit den Eltern, die man so hat? Wie ist die soziale Unterstützung von Eltern, Bekannten, Freunden? Hat man da was, wenn sowas halt nicht wirklich da ist, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man irgendwie anfällig ist für besondere Belastungen. Also es geht immer im Prinzip darauf, mit welchen Voraussetzungen kommt man, wie kann man mit Problemen und Stress umgehen, hat man da seine Strategien oder steht man da relativ alleine da und was für Probleme tauchen überhaupt auf? Also wenn ich jetzt hier in Deutschland irgendwo gemütlich in meinem Zimmerchen sitze, dann werde ich nicht mit Sachen konfrontiert, die irgendein Straßenkind in Rumänien zum Beispiel erlebt. Ja, das nur mal so als Beispiel. Gut, nächste Frage von Let's Shoot. Ich würde mich freuen, wenn mal das Thema Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und psychischen Störungen behandelt werden würde. Welche Erkenntnisse gibt es da? Das kann ich jetzt hier so knapp nicht beantworten, ist aber auf jeden Fall ein gutes Thema, würde ich sagen. Ich habe das ja gerade schon kurz angesprochen. Viele Leute versuchen vor allem eben mit Cannabis so ihre Probleme selber zu therapieren. Ja, also das erlebt man zum Beispiel bei Psychotikern sehr, sehr oft, dass die halt auch nebenbei noch Cannabis konsumieren, weil die Symptome dadurch zum Teil ja für sie wirklich besser werden. Das gleiche bei Schmerzpatienten. Oder bei anderen Erkrankungen, die halt ja, ein bisschen krasser sind, ja, wo Leute wirklich versuchen, sich dann damit zu behelfen. Nicht ohne Grund wird sowas hier aktuell auch diskutiert, ob man das zu medizinischen Zwecken irgendwie so breit der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Ja, gibt es natürlich Pro und Contra. Da werde ich aber vielleicht mal ein eigenes Video dazu machen, obwohl ich mich da bisher immer gesträubt habe, weil das nicht ganz mein Metier ist, um ganz ehrlich zu sein. Aber gut. Was passiert, wenn man zum Beispiel Psychopathie diagnostiziert wird? Wenn man mit Psychopathie diagnostiziert wird, darf man dann normal weiterleben oder werden dann Maßnahmen vollzogen? Das ist eine sehr gute Frage. Man würde ja davon ausgehen, dass ein Psychopath gefährlich ist, ja, das impliziert ja diese Frage. Dem ist aber nicht unbedingt so. Wenn man sich das Konzept der Psychopathie mal anschaut, dann ist es im Endeffekt eine schwere Persönlichkeitsstörung. Und es werden wegen sowas natürlich keine Maßnahmen ergriffen, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Das ist ja genauso wie wenn man fragt, naja, du hast eine ansteckende Krankheit, werden dann Maßnahmen ergriffen, so im Sinne von, dass du nicht mehr frei leben darfst. Das ist ja gut in Ausnahmefällen, wenn du irgendeine krasse Tropenkrankheit hast, kann das schon sein. Aber das zielt ja im Prinzip auf die Behandlung ab. Es wird aber niemand, der jetzt einfach irgendwie eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, dann festgenommen oder irgendwie eingewiesen. Sofern er nicht etwas tut, was ihm selbst oder anderen schadet, ja. Also wenn du jetzt natürlich eine diagnostizierte Psychopathie hast und du läufst aber auch generell auch gerne mal abends durch die Straßen, um Leute einfach nur so zusammenzuschlagen oder sowas, ja gut, dann ist das natürlich was ganz anderes, aber dann wirst du wegen der Straftat eingesperrt, nicht wegen der Erkrankung. Also ich kann das mit Nein beantworten. Ich gehe davon aus, dass man diesen Leuten, also wenn da wirklich schwere und schwerste Persönlichkeitsstörungen bestehen, dass man denen schon mehr oder weniger raten würde, sich in Behandlung zu begeben, aber zwingen kann man sowieso niemanden, es sei denn, wie gesagt, ne, Selbst- oder Fremdgefährdung. Es ist aber so, dass die meisten Leute, bei denen eine Psychopathie tatsächlich festgestellt wird, das liegt aber auch so mehr oder weniger in diesem Krankheitsbild in sich selbst begründet, dass die meisten Leute, wo das sowas diagnostiziert wird, dass die sowieso schon in einem wie auch immer gearteten Gewahrsam sind. Also das wird ja oft bei Gefängnisinsassen diagnostiziert. Da gibt es recht erschreckende Zahlen, wie viele ja, Leute, die im Gefängnis sitzen, tatsächlich eine mindestens antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, beziehungsweise zum Teil eben auch schon die Psychopathiekriterien erfüllen. So, dann von Johann Jakob. Arbeiten Justizvollzugsbeamte in einer forensischen Psychiatrie, also wie im Gefängnis oder private Sicherheitsdienste? Auch eine gute Frage. Das sind zumindest in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, ist das ein privater Sicherheitsdienst, der aber nicht unbedingt jetzt irgendwie auf den Stationen patrouilliert oder sowas, sondern die sichern halt so das Gebäude, den Eingangsbereich. Und die schreiten natürlich auch ein, wenn jetzt irgendwas Krasseres passiert. Das dürfte landesweit, zumindest in Bayern, genauso gehandhabt werden. Justizvollzugsbeamte, das ist nochmal ein etwas anderer Apparat sozusagen, Staatsapparat, der da tätig ist. Und die sind halt im Gefängnis, in der Klinik. Ist es wahrscheinlich nicht unbedingt
nötig, dass man da wirklich die Justizvollzugsbeamten hat. Ich glaube, das könnte auch eine rechtliche Geschichte sein, aber da bin ich überfragt. Also wie gesagt, bei uns war das ein privater Sicherheitsdienst. Dann die nächste Frage von Louis. Macht es dich manchmal depressiv, mit solchen Menschen zu arbeiten? Da fällt auf, dass du das Wort depressiv so im umgangssprachlichen Sinne verwendest. Depressiv, wenn ich das wirklich depressiv im klinischen Sinne machen würde, dann könnte ich so einen Job ja nicht ausüben, weil stellt euch vor, ihr habt einen Job, bei dem ihr laufend krank werdet. So, das ist ja. Nee, also gut, ich verstehe schon, wie du es meinst. Mich macht das ehrlich gesagt, nee, mich hat das nie depressiv gemacht. Ich konnte da immer relativ gut damit umgehen. Das hat mich so innerlich, so privat, ehrlich gesagt, ganz, ganz selten irgendwie wirklich berührt, muss ich sagen. Also ich will mich jetzt hier nicht irgendwie so als harte Sau darstellen, aber es hat mich tatsächlich es gab zwei Fälle, so wo ich mal so ein bisschen, als ich dann zu Hause war, so drüber nachgedacht habe und mir dachte so, okay, krass, was in der Welt eigentlich so abgeht. Was manche Leute so mit ihren Kindern machen oder generell, ja, wie kaputt manche Leute einfach sind und dann so mit ihren Kindern umgehen, dass dann eben entsprechende Patienten dabei rauskommen. Da ging es halt um, ja, einen Patienten, der mehr oder weniger so krasse Inzesterfahrungen hatte und es ging um eine andere Patientin damals, die auch von ihren Eltern massiv misshandelt wurde. Jetzt nicht sexuell, aber ganz, ganz ekelhaft auf so körperliche und demütigende Art und Weise, wo ich mir auch dachte, so. Ich sag mal, was sind das für Leute, die sich Kinder anschaffen und dann solche Aktionen bringen? Also, ja, das waren so Punkte. Aber depressiv allgemein macht mich das ehrlich gesagt nicht, weil ich irgendwie so mit dem Ansatz auch da an die ganze Geschichte rangehe, okay, das ist halt gegeben, ja, dieser Fall ist gegeben, den kann man nicht irgendwie verhindern. Und jetzt ist die Person ja da, jetzt macht man das Beste draus. Also mit dem Ansatz bin ich, da immer rangegangen. Von daher habe ich das eher also als gut empfunden, dass ich mit diesen Leuten dann da zu tun habe und nicht irgendwie als, ja, jetzt sind sie da und machen mich auch noch irgendwie Crippling Depression mäßig, sondern, ja, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Also, wenn sie in dem Moment da sind, dann machen wir das Beste draus und nicht irgendwie so, oh, jetzt sind sie da, ach Mann, das ist ja furchtbar, was vorher war. Also klar ist es furchtbar, aber privat sollte es einen dann halt nicht depressiv machen, das ist ja klar. Little Tulip, mich würde interessieren, wie deine Ausbildung zum Psychologen aussah. Ja, rein formal, natürlich einfach studiert, Bachelor, Master. Und inhaltlich, naja, kommt das ja halt immer drauf an was für eine Uni man ist. Das wird ja, und die Stundenpläne oder ja, sind ja unterschiedlich. Da werden unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Bei mir war es eben dann der Master in klinischer Psychologie. Gibt natürlich auch andere wie Sozialpsychologie, Wirtschaftspsychologie und oder Arbeits- und Organisationspsychologie heißt das ja. Wo man eher auf solche Personalmanagement-Geschichten oder zum Beispiel auch Marketing oder sowas irgendwie also in die Richtung studieren kann. Bei mir war das, wie gesagt, die klinische Richtung, ja, mich das immer am meisten interessiert hat. Und in dem Zusammenhang, naja, ganz klassisch einfach, man lernt eben, wie man mit Patienten umgeht, man lernt Diagnosen zu erstellen, man lernt mit diesen ganzen Instrumenten umzugehen, also Tests, man lernt, wie man solche Experimente macht, ja. Wobei das auch im sozialpsychiatrischen bzw. sozialpsychologischen Master oder Schwerpunkt natürlich dann mehr in die Richtung geht. Man lernt ganz viele allgemeine Dinge, wie Wahrnehmung funktioniert. Man hat ein bisschen Neurologie, man hat Soziologie, man hat verschiedenste Bereiche. Wobei mich das Klinische halt immer am meisten interessiert hat, vor allem eben, wenn man bestimmte Störungsbilder bearbeitet hat oder ja. Was ich auch immer ganz interessant fand, waren diese Rollenspiele. Wenn man zum Beispiel irgendwie random irgendeine Störung für jemand anderen spielt und der andere Kollege sozusagen soll dann diagnostizieren, was man denn da spielt. Das war immer sehr lustig, ehrlich gesagt. Gut. Der nächste war Mr. Catinator, auch litter Name. Grüße gehen raus. Wie lange bleibt man bei Mord durchschnittlich in Gewahrsam? Auch eine gute Frage. Also ich würde sogar schätzen, man bleibt tendenziell länger als im Gefängnis. Also ich kann es dir nicht umfassend sagen. Ich weiß nur, dass die Patienten, die ich hatte, die was mit Mord zu tun hatten, dass der eine war ungefähr 14 oder 15 Jahre in Gewahrsam
Und der würde auch noch, der ist jetzt auch definitiv immer noch, dann kannst du nochmal 2, 3 Jahre draufrechnen. Also der ist allein jetzt 17 Jahre in Gewahrsam. Und der andere, den ich hatte, der was mit Mord zu tun hatte, was heißt mit Mord zu tun hatte, der hat einen Mord begangen hat, der war, ich glaube, an die 30 Jahre, ja, nein, länger, ne, länger, lass mich mal, den Mord hat er als Jugendlicher begangen, der war 33 Jahre zu dem Zeitpunkt in Unterbringung. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Das gesamte Leben hinter Gittern verbracht, sozusagen. Also da wird, gerade bei Leuten, die nach wie vor gefährlich sind, wird natürlich nicht gesagt, naja, jetzt, ne? Ist auch mal gut, sondern da wird halt wirklich genau geschaut und das ist halt auch richtig so. So, dann Moritzbär. Bis zu welchem Grad kann man mit ausreichend Wissen eine psychische Erkrankung vortäuschen? Das kann man, wenn man die richtige auswählt, die zu einem passt, die man gut darstellen kann. Und wenn man da ein bisschen Ahnung hat, kann man das je nachdem sehr erfolgreich machen. Und, ja gut, das würde jetzt fast, ich werde jetzt nicht sämtliche Informationen rauslassen, aber sagen wir mal so, ich habe sowas in einem bestimmten Umfang auch schon mal gemacht und es hat perfekt funktioniert. So, das so viel dazu. Also man kann das relativ gut, wenn man sowas kann. Gut, das nächste. Was würde passieren, wenn nach ein paar Jahren Maßregelvollzug rauskommt, dass die psychische Störung nur gespielt war? Zum Beispiel ein ehemaliger Psychiater konnte dies wohl relativ glaubwürdig rüberbringen. Oder passiert das nie, da niemand auf so eine Idee kommt oder das sofort auffallen würde? PS, super Video. Dankeschön erstmal. Es hat auch relativ, also mit 10 Daumen nach oben, eine relativ interessante Frage von euch als interessante Frage bewertet. Ich glaube, bei einem ehemaligen Psychiater würde man wirklich sehr, sehr, sehr genau nachschauen, ob da irgendetwas in die Richtung geht. Das Problem ist, dass wenn man etwas spielt, dass man ja entsprechende Medikamente auch nehmen muss. Ja, aber das heißt muss, man wird jetzt nicht gezwungen, aber Medikamenten-Compliance ist dann doch ein großer Schritt in Richtung Lockerungsstufen. Wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, schaut euch das letzte Video nochmal an, Folge Nummer 48. Niemand, vor allem ein Psychiater nicht, würde sowas einfach spielen, um sich dann mit Medikamenten entsprechend behandeln zu lassen, weil das oft einfach auch mit echt nicht schönen Nebenwirkungen ja, einhergeht. Und ich weiß nicht, ob man sich das antun würde. Wenn ich die Wahl hätte, ob ich jetzt mit Medikamenten vollgedröhnt, und da dürft ihr das nicht missverstehen, das ist nicht irgendwie so schön, jetzt bin ich hier high in irgendeiner Klinik, so, das ist Quatsch, das ist ja kein High-Sein, das ist einfach, das sind Medikamente, die für Menschen ja, entwickelt worden sind, die wirklich neurologische Probleme haben, sozusagen, ja. Und die Psychopharmaka benötigen, um den Normalzustand herzustellen, wenn man so will. Und sowas nehmen zu müssen, obwohl man nicht krank ist, ist, glaube ich, nichts, was, also ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte, 5 Jahre mit Medikamenten in der forensischen Psychiatrie oder 10 Jahre in einem Gefängnis, ich würde auf jeden Fall ins Gefängnis gehen, ich persönlich, ja, weil ich einfach nicht in so einem Maße irgendwie mein Denken von Medikamenten beeinträchtigt haben wollen würde, als gesunder Mensch sozusagen, der die Dinge nicht braucht, ja, der nur die Nebenwirkungen und nicht die eigentlich positive Wirkung zu spüren bekommt. Da würde ich lieber das Doppelte in einem normalen Gefängnis absitzen. Klar, musst du dich auch da rumschlagen mit irgendwelchen Leuten und ist auch kein schöner Alltag, aber du kannst ja was draus machen in dem Sinne, ja. Und ich weiß davon, ich weiß, wovon ich da rede, weil ich auch schon in Gefängnissen war. Jetzt natürlich nicht verurteilt oder so, sondern ne, um die zu besichtigen. Und man kann da schon was machen, ja. Es ist nicht so, dass man da wie in Amerika irgendwie in Einzelhaft zum Teil irgendwie über Jahre irgendwie vor sich hinrottet. Du kannst in Deutschland eine Ausbildung machen, du kannst alles Mögliche im Gefängnis machen. Wenn du halt nicht irgendwie der komplette Vollassi bist, der nur auf Stress, Gewalt und Unterdrückung anderer irgendwie aus bist. Also man würde da, um die Frage zu beantworten, man würde da genau hinschauen und dann entsprechend versuchen, das hinzubekommen, den richtig zu diagnostizieren oder, ja, ich glaube, man würde das auch nicht einfach machen. Meine Frage wäre, hast du noch einen, du hast noch einen Master gemacht? Wenn ja, was für einen? Das habe ich schon beantwortet, also klinische Psychologie.
Und wenn nicht, meinst du, man kommt heutzutage noch klar auf dem Arbeitsmarkt mit nur einem Bachelor, gerade in Psychologie? Sorry, bin noch relativ neu, falls du das schon mal beantwortet haben solltest. Gruß Marcel. Man kommt mit in Psychologie, also in anderen Studienfächern, je nachdem, auch gerade so in diese Business-Bereiche, zum Beispiel BWL, glaube ich, reicht es für manche Jobs, wenn du einen Bachelor hast. Man muss nicht unbedingt bei allem einen Master haben, aber in Psychologie geht das definitiv nicht. Du kannst mit einem Psychologie-Bachelor so gut wie nichts machen. Schon gar keinen richtigen Job. Du kannst mehr oder weniger so Hilfstätigkeiten bei Testauswertungen und sowas machen, aber du darfst dich von Gesetzes wegen nicht mal Psychologe nennen, wenn du nur den Bachelor hast. Das setzt immer noch ein 5-jähriges Studium voraus, das hast du mit dem Bachelor nicht, da hast du meistens nur 3 Jahre dann und von daher wird das nicht hinhauen. Also Bachelor, Master ist auf jeden Fall Pflicht als Psychologe, würde ich fast sagen. Genau. Das ist im Prinzip die Beantwortung der Frage schon. Gut, dann haben wir es für heute schon. Das ist jetzt wieder länger geworden, als ich dachte, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Wir sehen uns gerne im nächsten Video und ansonsten, ja, habe ich jetzt wieder Input bekommen durchs Letzte, was ich wieder an Kerklet auf Themen bringen könnte. Ich habe da auch schon was im Kopf. Seid gespannt auf die nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut rein und bis dann. Ciao.